Der Robert Frank Jacobi mit dem Alza Cancan um 3:15 auf FranceBleuElsace.fr. Hat er mitgetanzt, aber das ist schon richtig. Das haben wir gerne auf FranceBleuElsace mit euch tanzen. Und sowieso miteinander tanzen ist noch schöner auf FranceBleuElsace. FranceBleuElsace. Reden wir miteinander von verschiedenen Sachen, wie im Elsass passieren. Zum Beispiel, da ist etwas los am Samstag, aber in der Nacht, enfin, am Anfang vom Oven, Nachtmuseum. Wir haben nicht morgen schon ein bisschen davon geredet. Und da gehen wir, für ein bisschen mehr zu wissen, im Hanauer Land, da ist auch ein schönes Museum. Wir reden davon mit der Lorli Kell. Guten Morgen, Lor. Guten Morgen. Wie geht's euch? Gut, merci. Ist gut zu fahren, wenn man vom Hanauer Land kommt auf Strasbourg? Ja. Ja, das ist schön. Streiken Sie? Ah, nicht, glaube ich. Ja, es ist ein bisschen Stock gegangen, aber es ist gegangen. Und was hat noch für Wetter geht heute Morgen dicht? Ein bisschen neblig. Ah, es ist ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen fest. Lieber gehen wir in ein Museum hin, gell? Volle Weile. Zum Beispiel im Museum von Hanauer Land. Also für die, die ihn nicht kennen, was ist denn das für ein Museum und wie lädt er schon einmal? Also das Museum von Boswiller vom Hanauer Land liegt zwischen Ingwiller und Hofeld ungefähr. Und ist ein Museum, Heimatmuseum, wie man Trachten findet, wie man aber auch ganz Geschichte vom Hanauer Land findet, von der Grafschaft vom Hanauer Land und auch Texte natürlich vom Bosperi. Es schmeckt gut nach Elsass, wie ich. Ja. Und da werden wir das ein bisschen mehr entdecken, was ihr genau in dem Museum zeigt. Und auch für das Museum zu Nacht, da noch etwas ganz Spezielles. Und da werden wir davon reden in ein paar Minuten mit der Lorli Kell, wie mit uns ist, auf France Bleu Elsass. Aber zuerst die Schlapperritter. France Bleu Elsass. France Bleu. Wer sah denn, dass wir letzte sind, die uns im Elsass lenden? Die nicht für Geld und Gewinn und auch nicht für Knopfloch enden. Sich Zunge im Müll rumdrehen und und müde Sprüche rochen. Nicht meine, sie haben mir davon, wenn sie noch besser und trachten. Es gibt Elsässer immer noch, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und doch ein dicker Schädel dünn. Es gibt noch so Letzi, Gott sei Dank, Mari kennt Fax. Und reden wie ne freien Funk, der Schnabel ist gewachsen. Vielleicht flieht unser Dialekt mit den Häscheli-Zonen. Da wo die schön Geist mit Respekt und Kultur auch den wohnen. Denn in der Tiefe ist er kein und lässt sich nicht ausruhen. Er ist ein Stück Natur und kennt Leid wie Hände voller Mutter. Es gibt Elsässer immer nur, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und durch ein dicker Schädel dünn halten. Es gibt noch so Letzi, die Gott sei Dank machen keine Faxen. Und reden wie ne Frey und Frank, der Schnabel ist gewachsen. Und reden, wie ne
zwei und vom, der Schnabel ist gewachsen. Mütterspruch mit den Schlapperritter auf France Bleu Elsass. Ah ja, da reden wir auch Elsassisch, das ist normal. Im Elsass 10 bis 10 und da reden wir ein bisschen vom Hanöer Land. Wir sind genauer in Buswiller. Das ist mit dem Museum, das Museum des Nord, wie verbunden ist. Wir werden davon reden mit der Laure Ligel. Aber zuerst einmal, Laure, was sieht man, wenn man bei uns im Museum vom Hanöer Land hingehen in Buswiller? Du machst dich auf, was sie zuerst? Am ersten sieht man den Empfang, wie man schon auch eine Boutique haben, donc, wie man Dinge kaufen kann, alles was im Elsass gemacht wird oder in Frankreich im Gemeinen. Und nachher, wenn man rechts neben geht, hat man die neue Ausstellung über Trachten. Donc, all die Trachten werden ausgestellt, aber auch neue Trachten, wie jetzt gemacht sind worden von Creatrice. Und das kann man sehen bis am 26. August. Und nachher, wenn man links neben geht, geht man direkt ins Museum hin. Und da kommt man in Kabel aus dem 14. Jahrhundert. Da entdeckt man Geschichte von der Hessen-Darmstadt, wie in Buswiller gewohnt haben, im Schloss, wie es leider nicht mehr gibt. Und da entdeckt man, wie sie gelebt haben im 18. Jahrhundert, was sie gemacht haben, die Schlossgärten. Und nachher geht man auf in den zweiten Stock, wieder in die Kapelle. Da entdeckt man die Geschichte von Buswiller und von der Grafschaft von Hanau Listenberry. Nachher geht man dann geht man auf in den dritten Stock. Da geht man auf den Boschberry, der Hügel über Buswiller, wie bekannt ist für seine Geologie, Paläontologie, aber auch die Mine, Braunkohlemine, wie wir gehört haben. Und natürlich Texan, wie auf dem Boschberry hauptsächlich in der Walpurgisnacht. Und von da aus geht man unter in den zweiten Stock und da entdeckt man alles, was Heimat ist, von Trachten, das Geschirr, die Mäbel, Traditionen vom Hanauer Land. Und das kann man entdecken jeden Tag, sind auch jeden Ofen? Von Mittwoch bis am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Und da kann man, muss man reservieren, so kommen direkt? Nein, man kann so kommen. Natürlich kann man auch Freude für eine Führung zu kriegen. Das kann auch gemacht werden. Machen wir Führungen auf Elsassisch? Ja. Aha, ja. Das haben wir gern. Aber du, werden wir auch ohne gehen, aber ein bisschen anders in den Nord. Dürfen wir einmal im Museum Nordschicht machen. Aber das werden wir sehen mit dem Museum Nord. Wir reden davon in ein paar Minuten mit der Laure Ligel, wie unser Gast ist, heute Morgen auf France Bleu Elsass, gerade nach dem Redelers. France Bleu Elsass. Der uns im Schnurgelot et alles, was er will. Der uns im Schnurgelot et alles, was er will. Und was er hat, das will er nicht. Und was er will, das hat er nicht. Der uns im Schnurgelot et alles, was er will. Der uns im Schnurgelot et alles, was er will. Alles, was er will. Der Ross im Schnurgelot wird alles, was er will. Und was er tut, das soll er nicht. Und was er soll, das tut er nicht. Und was er tut, das soll er nicht. Und was er soll, das tut er nicht. Der Ross im Schnurgelot wird alles, was er will. Der Ross im Schnurgelot wird alles, was er will. Der Ross im Schnurgelot kann alles, was er will. Und was er kann, das macht er nicht. Und was er macht, der holt er nicht. Und was er kann, das macht er nicht. Und was er macht, der holt er nicht. Die Hans im Schnurgelot kommt alles, was er will. Der Hans im Schnurgelot kommt alles, was er will.
passion pour les Français de l'intérieur. Jean Dutroux, nous dit qu'il a tout ce qu'il veut. Hans im Schnogeloch mit der Breteler zu France Bleu Elsass. Du wirst jede Tag eine Stunde lang elsassische Stimmung in der Horischen. Vom Mandy bis am Freitag und das vom 2 bis am 3 auf francebleuelsass.fr und auch mit ihrem Smartphone. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. On retrouve Jonathan Val. Jonathan, bonjour. Guten Morgen, Hervé. Guten Morgen, Nola. Alors, de quoi ça parle aujourd'hui sur France Bleu Elsass? Aujourd'hui, nous accueillons Miss Ronde, nous, autour de notre Stammtisch. Ah ben, on la salue et on l'invite également pour aller au musée du Hohenneuerland, au musée du pays de Hanau, à Buxwiller, fort Museum Znort, la nuit des musées ce samedi. Et on en parle ensemble avec Laure Liquel. Guten Morgen. Guten Morgen. Also, ich habe gehört, ihr dürft Nordschicht schaffen, du am Samstag. Ja, stimmt. Ihr morgen mit. An dem Europäischen Museum Znort, also in Buxwiller, in dem Hohenneuerland Museum. Was entdeckt man da, für die, die es nicht kennen, in dem Museum generell schon einmal? Man entdeckt die Geschichte von Buxwiller, dass man es kennt, der 8. Jahrhundert. Und dann entdeckt man auch die ganze Geschichte von der Grafschaft von Hanau Lichtenberg. Wie die Geschichte ist, wie Elsass anbelangt, aber auch Deutschland. Und natürlich entdeckt man auch alles, was dort Heimat ist. Traditionen vom Hanauerland exklusiv, aber auch alles, was der Boschberg anbelangt. Und ich habe gehört, die Weile tanzen am Samstag. Ja, kann man. Dann machen wir effektiv einen kleinen Film im zweiten Stück, wie die Leute Löwen kennen. Es ist aber kein traditioneller Film, es ist ein bisschen verschwommen. Und die Musik ist auch ein bisschen verschwommen. Es inspiriert sich aber von der Gruppe Folklorik, wie sie tanzen mit den Trachten. Und die Musik ist auch die traditionelle Musik, wie aber ein bisschen verstimmt ist. Das heißt, dass das Beste an Tanzen ist, wie wir hier sehen. Und dann gibt es noch eine kleine Ausstellung, aber nur am selben Tag, also am Samstag oben. Das ist von Schülern gemacht? Ja, das sind zwei Schüler, eine vom Bus. Viele kleine Kinderschule, wie Arbeit gemacht hat über dafür über von Marshall, der Gesindemerik, und wie dann Analyse gemacht hat vom Vorwerk und von der Erke vom Buswiller. Nun sind sie ins Museum gekommen, sind aber auch in der Stadt rumgelaufen und haben Dings aufgenommen, gezeichnet. Und das kann man nur an dem oben sehen. Und auch die Schüler von der Schule von Weyersheim, wie Dings ausstellen, was sie machen auch Ordinateur an, für die Leute zu zeigen, was sie gegründet haben. Und das Museum ist ob Weltzeit? Am Samstag? Am Samstag, das Mittag ist schon offen, von 14 bis 18 Uhr. Und nachher, für zu oben, für die Nacht des Museums, ist es offen von 19 bis 23 Uhr. Gerade für sicher sind, die Nacht passiert nichts im Museum? Normalerweise nicht. Man hat den Strom bezahlt? Ja, kein Problem. Kann man gehen, ohne Angst? Ja. Also genau. An dem Samstag für das Europäische Museumsnacht, also für das alles sehen im Musée vom Hohenneuerland in Buxwiller. Hervé, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un musée la nuit. Bon, ça doit être assez spécial, mais bon, elle vient de nous rassurer, l'électricité est payée et normalement, il n'arrive jamais rien. On va vraiment passer un très très bon moment à la nuit du musée, donc la nuit européenne des musées auquel participe le musée du pays de Hanau de Buxwiller, donc dans le Hohenneuerland, le pays de Hanau, donc ce samedi 19 mai. Merci Jonathan. En tous les cas, je vous conseille d'y aller. Les nuits dans les musées, c'est toujours très sympathique, surtout ce qui se passe après. Merci Jonathan, bonne journée à vous. Et pour retrouver Jonathan, on vous conseille d'aller sur francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Laure Liquel, vielmals merci, dass Sie noch zu uns gekommen sind. Merci für die Einladung. Wir hoffen, dass viel Erfolg ist an dem Wochenende. Und schon wie so das ganze Jahr kann man zuerst kommen, gell? Ja, ganz genau. Gerade im Jänner ist es zu. Ah ben wunderbar, das haben wir aufnotiert. Und sowieso, die haben wir Musée du Pays de Hanau, da ist ein Site Internet, da kann man alles normales finden. Und auch auf Facebook? Ja. Ihr nicht, aber